Hallo und damit herzlich willkommen zu einem nach weiteren Folge Uncharted 4. Wir werden ab jetzt, da die Story vorbei ist, den Multiplayer testen und mal schauen, was uns da erwartet. Ich habe jetzt da überhaupt noch nicht reingeguckt. Also ich weiß gar nicht, was da jetzt kommt. Ich habe nur, glaube ich, mal gelesen, glaube ich mal, dass das vorher ein Tutorial ist, bevor man da rein startet. Ja. Dann gucken wir mal, wie das Tutorial so ist. Und wie ich mich gegenüber den anderen schlage. Das wird sehr wahrscheinlich sehr schlecht sein, weil ich da nicht so gut bin. Aber wir werden sehen. Wie viele Folgen ich davon genau jetzt mache, weiß ich noch nicht. Aber mal schauen. Okay, was haben wir hier? Der schwer gepanzerte Unmenschhelfer setzt seinen Angriff fort, während er sich dem nächsten Gegner nähert. Okay. Sie können in der Luft einen Schwingseil greifen. Das kennen wir vom Spiel aus. Bei Kampfunfähigkeit sollten Sie Deckung suchen, um Ihre Chancen auf eine Wiederbelebung zu verbessern. Oh. Hey, was war das denn? Okay. Einleitung. Wir würden Ihnen vor dem Spielbeginn gerne ein paar Dinge zeigen. Um fortfahren, X drücken. Ja, X drücken. Ja, ich drücke jetzt hier alle Tasten mal. Die X-Taste will irgendwie nicht funktionieren. Wieso will die X-Taste nicht funktionieren? Na, warten wir kurz ein bisschen. Vielleicht hat sie irgendwann mal Lust zu funktionieren. Hallo? Ah, länger halten. Okay, gehen Sie zu dem Ausrufezeichen auf dem Radar. Okay. Gefunden. Drücken Sie L1, um Ihr Seil zu befestigen. Und ja, okay, das wissen wir schon. Jawohl. Sammeln Sie Diamanten ein, der auf Ihrem Radar angezeigt wird. Okay, dann sammeln die Diamanten ein. Was ist das? Da ist er. Oh, Geld! Radar. Gegner erscheinen beim Schießen immer auf dem Radar, wenn Sie keinen Schalldämpfer benutzen. Zum Fortfahren, X drücken. Alles klar. Da ist ein Gegner. Jo, spielen wir. Oh! Sterb, sterb. Jawohl. Ja. Flynn. Jetzt stehst du nicht wieder auf. Warum stand da gerade Flynn? War ja auch nah bei dem anderen. Ja, rüber. Ich will erst Munition. Danke sehr. In Deckung gehen. Ja, alles klar. Wieso Granate? Na toll. So oft, wie ich hier falsche Tasten drücke, das ist echt Wahnsinn. Okay, in Deckung. Ah, okay. Halten Sie L1 gedrückt, um einen Nahkampf aufzuladen. What? Sie halten nicht gedrückt. Okay. Ja, geladen. Drücken Sie in der Nähe des Gegners. Ah, ich kann mich noch bewegen. So. Danke sehr. Oh Gott, das ist ja was, was überhaupt nicht funktioniert. Da ist ein Gegner, dann gehen wir mal hin. Oh, hallo, Gegner. Ein Gegner, das sind mehrere Gegner. Geschäft. Ja, ich werde jetzt im Kampf kein Geschäft. Bazooka. Sollte nur. Ja, okay. Muss ich was kaufen? Ja.
Achso, okay, muss ich holen. Genau, zerbomben die alle. Komm, Unmensch. Machst du kaputt? Ich hoffe, da kommt natürlich vom Gegner kein Unmensch. Ich kenne ich. Wieso lebst du wieder? So oft wie der wiederbelebt wird, ist echt ein Wahnsinn. Also Revic lebt auch wieder. Ach, die alte Schabracke von Teil 3. Sammeln Sie den Dreieck ein. Okay. Diamanten, ein Dreieck. Wo ist denn der? Hallo? Ah, da. Man sollte auf die Karte gucken. Das vergesse ich zu oft. So, klettern wir hier hoch. Der soll da sein. Okay, gehen Sie zum Ausruf. Der rennt hinterher. Geil. Okay, ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss genau. So. Da geht's her. Oh ja, hoi. Ich habe die Schlucht ja gar nicht richtig gesehen. So, nächstes Ausrufezeichen. In Deckungen. Geschäft. Nach oben, ich soll das holen. Alles klar, und dann mit R1 plus L2 dahin schicken. Jo, hier, fangt. Azarewe tot. Wow, was ist das denn? Einleitung, Mittel. Genau. Der Typ ist so cool. Einleitung, Mittel. Okay, und jetzt? Irgendwas drücken? Ja, haben es geschafft. So, wie erfahren sind Sie mit mehreren Spielern Shootern? Leicht. Ich bin da nicht gut drin. Ich spiele das sehr selten. Einleitung abgeschlossen. Wenn Sie noch mehr coole Sachen entdecken wollen, gehen Sie zu Prüfungen. Dort können Sie alle Mystikfähigkeiten, Helfer und Ausrüstung testen. Sie erfahren Reliquien für jede abgeschlossene Prüfung. Vorerst überspringen. So, jetzt sind wir auch mal im Hauptmenü. Von dem Online. Und was machen wir jetzt mal? Ich würde mal sagen, Match finden. Darf ich nicht mehr Spiele zum Aufwärmen spielen? 1, 1, 1. 10. Okay, dann müssen wir wohl die Prüfungen machen. Wow, gibt es viele Prüfungen. Eieiei. Wiederbelebung. Ja, da machen wir diese Folge wohl mal hier, die Prüfungen. Und dann geht es in der nächsten Folge auf jeden Fall mit dem ersten Angriff los. Dann können wir jetzt alles spielen, okay? Och, Kat ist auch wieder dabei. Dreke natürlich. Ja, den hätte ich auch genommen. Tut mir jetzt leid, dass jetzt so die Prüfungen jetzt sind in dieser Folge. Aber so haben wir jetzt zumindest die Möglichkeit, dann mehr zu testen bei dem ganzen Online-Spiel. Wie viel Geld können Sie in Ihrem vorgegebenen Zeit verdienen? Wiederbelebungen sind in dieser Prüfung $200 wert. Sie können ein Teammitglied bei Kampffähigkeit beleben, indem Sie wieder... beleben Sie ihn wieder. Während dieser Prüfung wird Ihr Wiederbelebungspaket alle 20 Sekunden neu aufgeladen. Standard ist alle 60 Sekunden. Okay. Bin unterwegs. Verwenden Sie... Nein, Moment. Sie können sich bewegen, während Sie einen Teamkameraden wiederbeleben. Na los jetzt, hoch mit dir und los. Das kennt man so ein bisschen. Danke. Jawohl. Da ist ein Gegner. Alles klar. Oh Mann. Hier. Alter, doofe Kuh, ey. Ui. Scheiße, jetzt bin ich selber unten. Hilfe, Hilfe. Ich brauche Hilfe.
Hilfe, Drake, helf mir! Du kannst Zwillingsbruder helfen! Wahnsinn, dann sterbe ich sogar dabei. Nö, ich brauche nichts. Okay, da ist einer. Kann ich irgendwie rennen? Ui! Okay. Da ist einer gerade gestorben. Das war nicht so schön. Wir werden hier gerade abgemurkst, auch wenn es nur ein... Da ist einer. Ich will dich retten. Ja, aus dem Weg. Ah, nein. Der Fels hat mich blockiert. Tut mir leid. So. Sie haben genug Geld, um eine Verbesserung Ihr Wiederbelebigkeitspaket zu erwerben. Halten Sie R1 gedrückt. Rufen Sie das Geschäft auf. L1, ja. Und dann? Das. Ey, du! Verpiss dich! Nein, die ist gerade... Nee, ne? Och Mann, seid ihr fies! Ich komm zu Hilfe! Ui, das war knapp. Heieiei. Die Pause ist vorbei. Ja, das würde ich auch sagen. So, geh down. Wie eine Vorlage. Okay, kommt er erstmal angeflogen. Also Rebic, komm her. Okay, bin unterwegs. Ja, einfach vorbeirennen, ist auch egal, ne? Oh, das ist, komm, 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 komm. Jawohl. Abgeschlossen. Läuft ja. Oh, Rocket League hat ein Update. Alles klar. Hm. Wenn das so ist. So, damit haben wir das. Wiederbelebungspaket. Okay. Nee, wir machen erstmal Ausrüstung. Ich glaube auch die nächste Folge wird ein bisschen Prüfungen. Das ist ein bisschen mehr Prüfungen. Da wollte ich noch einen Schnupperstamm überall rein. Dann wissen wir, wie es allgemein geht. Und dann gehen wir mal rein. So, Angriff, Unterstützung, Sturm, Angriff natürlich, immer Angriff. Diesmal nehmen wir den Sully. Lass mich raten, es liegt am Schnurrbart, richtig? Richtig, eindeutig. Immer der Schnurrbart ist schuld. So, rollen Sie effektiver, um Schüssen auszuweichen. Das hätte ich auch gerade die letzte auch mal machen müssen. So, wie viel Geld können Sie verdienen? Ja, ja, in 80 Sekunden. Das ist ja wie gerade eben auch. K.O. durch... Granaten, alles klar. Ich habe 3 Minuten Zeit dafür. Wie viele Granaten habe ich? So, Geschäft öffnen um C4. Nein, falsche. Er hat in Deckung. So, da kommt eine Granate angeflogen. Hier kommt eine Granate für dich. So, Granatenbonus. Halten Sie L2 gedrückt. Und drücken Sie R1, um die Auswählung gezielt zu werfen. Ja. Munition haben wir wieder. Boah, dieses Kabel, das ist eigentlich richtig hilfreich. Hallo? Haut doch nicht alle von mir ab. Aber wenn Sully auf einmal dieses Kabel hat. Oh, hi. Du bist Freund, kein Feind. Hey, wo schießt du hin? Da ist ein Gegner. Ah, da ist auch ein Gegner. Hier, fang. Das Werfen von Ausrüstung während des Zielens ist sehr nützlich. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Komm her. Und schlag dich zusammen. Und erledigt. Ja. Noch fast dabei gestorben. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich mache. Da geht einer gerade zu Boden. Nein. Das werde ich niemals zulassen.
Du Drecksack, komm her. Nein, okay. Hilfe, Hilfe. Ihr braucht ein Oldtimer Starthilfe. So, ich habe Respawn gedrückt. Eieiei. Das sieht ja alles so sehr gut aus. Oh, hier ist was. Da sieht es aus, als ob ich das in einer Minute so viel. Ich müsste dann mehr Schätze sammeln. Oder noch Leuten schnell helfen. Hier, Granate für euch. So, geht down. Was ist ab? Wow, das war eng. Hei, hei, hei. Wo ist ein Gegner? Nein, 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 lass den für mich. Lass den schön für mich. Ah, toll. Patz, weg damit. So, 100 fehlt noch für 30 Sekunden. Da ist ein Gegner. Nicht getroffen, scheiße Vorlage. So, ich belebe dich wieder. Komm. 18 Sekunden. Komm her. Bitte. Und haben wir diese Prüfung auch geschafft? Jawohl, schön. So muss das hier laufen. Immer knapp am Ende. So, haben wir das auch geschafft. Dann haben wir jetzt Mine. K.O. durch Minen, die alle 19 Sekunden wiederbelebt werden. Alles klar. Da wir 5 Charaktere haben, holt jetzt den nächsten Charakter. Angriff natürlich. Und zwar die Elena. Ich komme schon klar, aber das wusstest du vermutlich schon. Ja. Keine Ahnung. Lädt Mine. Okay, wie funktioniert denn die Mine jetzt? Ja, wird mir sicher erklärt jetzt. Also, los geht's, Leute. Ich bin alleine. Hier platzieren. Jetzt haben die auch... Das alle das haben, aber immer. Nein, lass los, lass los. Kannst du bitte loslassen? Ach, Mann. Jetzt mal schön 15 Sekunden umsonst verbraten. Hier, Moment. Oh, erstmal schon mal was Geld verdienen. Hier platzieren. Da. Da kommt was. Cool, ich habe die Mine platziert. Ah, ich soll mehrere platzieren. Okay, dann beeile ich mich schnell. Ich hoffe, die geht jetzt nicht hoch, wenn ich da drauf trete, ne? Sondern nur, wenn die Gegner drauf treten. Okay. Wann geht's los? Oh, okay. Sie haben genug Geld und Verbesserungen. Muss ich Verbesserungen nehmen? Ja, ich nehme die Verbesserungen mal. Ich habe keine Minen mehr. What? Ah toll, ich dachte, ich muss hier hin. Da, meine Mine ist wieder aufgeladen. Mine! Sie können nur 2 Minen gleichzeitig... Ja. Ja, eine Frau schlägt einen Mann zusammen. Yo! Knallhart. Nein! Hier, Mine! Der Gegner kann auf eine Mine schießen. Das ist natürlich nicht so schön. Ich kann aber auf den Gegner schießen. Nazarevic, stirb! Oh, scheiße. Nein, das ist doch nicht wahr, dass ich bei jedem solchen Ding sterben muss. Komm, ich schick dich hier. Komm näher. Schlag mich zusammen. Na, dann fall ich halt runter. Lieber so sterben. Hat was Zielvolles. So, 900. Ich habe wieder ganz knapp Zeit nur. Oh mein Gott. Komm zu spät. Nein.
Du stirbst Lazarevich nicht. Das hast du verdient. Hier, Mine. Komm schon, Eddie. Schöne alte Gegner von den ersten Teilen, ne? Echt jetzt? Schafft das nicht. Kann irgendeiner von den scheiß Gegnern mal auf die Mine treten? So, hab ich die Mine noch hingelegt. Ende. Nicht geschafft. Schade. Naja, dann müssen wir das nochmal machen. Mehr nachdenken, wo man die Minen am besten platziert. Am besten immer durch dünne Gänge, wo die Gegner ruhig latschen müssen. Mine, Mittel. Ich glaube, hätte ich auf Fleisch gemacht, hätte ich sogar bestanden. Dann bin ich mir nicht sicher. So, Unterstützung. Ach so. Wir nehmen es nochmal. Das gleiche alles. Dann zeig ich dir mal, was ich drauf habe. Auf jeden Fall. Okay. Dann auf ein nächstes. So, jetzt muss ich sicher wieder dahin rennen, um die Minen zu platzieren. Jawohl, muss ich auch. Nur diesmal werde ich größtenteils keine Zeit vergolden, nämlich irgendwo hinspringen wieder zurück. Und dann schaffen wir jetzt erstmal das Geld. Die Minenaufrüstung mache ich nicht. Diesmal. Das ist genau das Geld, was mir am Schluss, glaube ich, gefehlt hat, oder? 300 waren das, glaube ich. Hier Mine. Los, die Gegner rennen, glaube ich, schon dann. Dadurch, dass man die erste Mine setzt. Schön verdeckt hier rein. Da kommt das. Ha, die sieht man nämlich nicht. Das ist schön. Los geht es. Da kommen die ersten Gegner. Ja, du bist am Ende. Muss ich das? Ich muss es wohl. Scheiße. Naja, egal. Nein, wieso drücke ich aber die scheiß falsche Taste? Lazarevich stirbt. Hast du eine Granate? Nein, ich habe eine Mine. Scheiße. Flint stirbt auch. Das ist schön. Ja, ich kann nur zwei Minen haben, das weiß ich. Von der Schöne ist, von hinten ist abgesichert. Knot, wer ist Knot? So, ich habe wieder zwei Minen. Na, eine Mine zumindest. Ich kann schon nicht mal zählen. Und eine lege ich genau hier hin. So, ich habe es ja fast schon geschafft. Was ist denn hier los? Da, wiederbeleben, schnell! Komm, schnell, 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 komm. Nein, jetzt bin ich selber noch gestorben. Scheiße, Mann. Och, mein Gott, ey. 100 Dollar melden wir noch. Das ist doch echt nicht wahr jetzt. So, schnell irgendeinen Gegner besiegen oder irgendwas machen. Ja. Er ist halt komischer Typ, ne? So. Hinter euch! Man sieht sich, Penner. Jawohl, ja, geschafft! Wahnsinn! Jo. Läuft. Schön, dass ich bei in jede Abteilung einmal sterbe. Was haben wir noch alles hier? Einmal C4, Rauchbombe, Scharfschützin. Okay. Retter, Unmensch. Habe ich Unmensch nicht gehabt schon? Jäger. Ewigkeit. Ja, okay. Wie wir die nächsten Prüfungen absolvieren, sehen wir dann in der nächsten Folge. Würde mich dann freuen, wenn ihr dabei seid. Also bis dahin. Ciao.